Führe die folgende Division mit dem Hornergitter durch. Das ist möglich, weil der Teiler ein Binom der Art x minus eine Zahl ist. Es reicht, dieses Binom umzuschreiben in x minus minus 1. Jetzt überprüfen wir, ob der Dividend ein vollständiges und geordnetes Polynom ist, geordnet in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Schauen wir nach. 4, 3, der Term in x hoch 2 fehlt, also müssen wir das Polynom vervollständigen mit plus 0 mal x hoch 2 und dann Exponent 1, Exponent 0. Wir können die Division also beginnen, indem wir die Koeffizienten vom Dividend in einer Zeile aufschreiben, beginnend mit dieser 3, dann 1, jetzt folgt die 0 vom Term plus 0x². Wir müssen diese 0 hinschreiben, dann diese 3 und dann diese 1. Jetzt bereiten wir so das Hornergitter vor und an dieser Stelle schreiben wir die Zahl, die im Teiler von x abgezogen wird. Wir lesen hier x minus minus 1, also schreiben wir da minus 1. Diese 3 rutscht runter bis hierhin, so. Von da nach da wird multipliziert. Das heißt, wir rechnen minus 1 mal 3, das macht minus 3, die schreiben wir dahin und vertikal wird addiert. 1 plus minus 3, das macht minus 2, minus 1 mal minus 2, das macht 2, 0 plus 2, das macht 2, minus 1 mal 2 macht minus 2, 3 plus minus 2 macht 1, minus 1 mal 1 macht minus 1, 1 plus minus 1 macht 0. Wir sehen hier ein Polynom vierten Grades, geteilt durch ein Polynom ersten Grades, das ergibt als Quotient ein Polynom dritten Grades, dessen Koeffizienten hier abzulesen sind. Der Quotient ist also das Polynom 3x hoch 3 minus 2x hoch 2 plus 2x plus 1. Und diese Zahl, das ist der Rest der Division. Wir können dieses Hornergitter also so deuten, der Dividend geteilt durch den Divisor, das ist dieser Quotient, dieses Polynom, plus dieser Rest geteilt durch den Teiler, also plus 0 geteilt durch x plus 1, das heißt plus 0, was wir nicht schreiben müssen. Man kann das Ergebnis von dem Gitter aber auch so schreiben, der Dividend, ist x minus diese Zahl, x minus minus 1, also x plus 1, mal dieser Quotient, 3x hoch 3 minus 2x² plus 2x plus 1, plus dieser Rest, also plus 0, was wir nicht schreiben müssen.